Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Xenonauts 2. Beim letzten Mal, ja, findet jetzt eine Terrormission statt, mehr oder weniger. Ich befürchte das Schlimmste. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet, aber ich gehe mal davon aus, dass da mega krasse Scheiße auf uns lauern wird. Ich habe jetzt soweit schon ein Team zusammengestellt und auch schon losgeschickt. Ich habe versucht, so viele erfahren, also die noch übrig geblieben sind, nachdem die letzte Mission halt so katastrophal gelaufen ist. Trotzdem, wir haben jetzt mittlerweile wieder den Mars fertig gebaut. Der wurde noch fertiggestellt. Den habe ich natürlich mit reingepackt. Ich habe nur einen Schildträger mitgenommen. Der hat jetzt auch eine Stungun. Das heißt, der kann sich eigentlich gar nicht mehr wehren. Der ist auch mega langsam. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Oder nicht. Auf jeden Fall hat er die jetzt mit dabei, die Stungun. Vielleicht kann ich irgendwas mit gefangen nehmen. Wobei, wahrscheinlich bei der Terrormission war das total dämlich von mir. Aber ich finde die Pistole jetzt auch nicht so überragend. Deswegen glaube ich, können wir darauf verzichten. Ansonsten habe ich jetzt drei Riflemen mitgenommen. Jeweils natürlich schon mit der verbesserten Wumme. So, unsere Assaults. Ich habe das Schild auch rausgenommen. Das heißt, wir haben nur ein Schild. Ich habe jetzt wahrscheinlich keine Zeit für sowas. Die haben beide Assaults, haben jetzt schon auch die verbesserte Schrote dabei. Ich habe den Alex Nicoli extra noch mitgenommen, obwohl er nicht ganz fit ist, aber 99% Hitpoints, ja, sollte ausreichen. Und wir haben einmal die Jessica Shaw als einzigen Private. Und was mir halt auch aufgefallen ist, wir haben keinen Armor mehr. Deswegen habe ich jetzt schon den verbesserten Warden Armor hier in Auftrag gegeben. Und ja, ich hoffe, wir kommen noch dazu, diesen Armor dann zu verteilen. Also wir verlieren den Armor tatsächlich sehr, sehr schnell. So, das heißt, ich werde das Ganze mal ein bisschen beschleunigen und erwarte das Schlimmste. Beziehungsweise mir ist noch gerade was eingefallen. Da wir ja die Raumschiffe rüberschiffen müssen, sollte ich hier wahrscheinlich nochmal einen Hangar bauen. Ja, ich baue hier jetzt einfach nochmal einen Hangar, damit ich hier die Raumschiffe bauen kann. Also beziehungsweise das Raumschiffe, die Abfangjäger, die ich dann hier quasi rüberschicke. Damit ich die da habe. Wobei, hier baue ich, glaube ich, auch einen Workshop. Ja, das heißt, ich könnte die wahrscheinlich auch hier selber bauen. Aber ja, sicherheitshalber baue ich mal einen zusätzlich. Dann kann ich da so ein bisschen shiften. Ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen. Und auch noch mitten in der Nacht. Warte mal. Patrol Local Area. So, wie viel Zeit habe ich denn noch? 14 Stunden. Das heißt, aber das müsste doch eigentlich auch ausreichen. Das heißt, wenn ich da jetzt einfach stehen bleibe. 12 Stunden, ja, das sollte reichen. Also, worauf ich keinen Bock habe, ist, dass das mitten in der Nacht stattfindet. So. Launch Combat Team. Launch Air. Mars. Was? Remove Mars from the Dropship. Select new target. Okay. Also, das war jetzt so ein bisschen irritierend, die Nachricht. Oh Gott. Ich habe ganz schwitzige Hände tatsächlich. Ich leide. So. Mal gucken, was uns da erwartet. Also wie gesagt, ich befürchte, es sind Kristalliden da. Oder sowas in der Art. Hier werden die wahrscheinlich anders heißen. Was gab es da sonst noch auf den Terrormissionen? Gab es da nicht diese fetten Cyberdisks, die auch irgendwie explodiert sind? Oder sind das hier diese Heildrohnen jetzt mittlerweile? Ich weiß es nicht. Was gab es da? Mutonen gab es noch. Die auch mega scheiße waren. Wobei ich glaube, die Mutonen sind hier diese Echsenmenschen. Oder sind das die? Ja. Schauen wir mal. So, ich sehe noch nicht. Doch, ich sehe schon einen. Hier hinten haben. Wer bist du? Das ist doch der VIP. Oder ist das das Weibchen auch? Ja. Das halbwegs Gute ist. Ich sehe hier noch nichts. Das heißt, ich gehe mal hier raus. Sehe ich hier nichts, das ist gut. Oder schlecht, je nachdem, wie man sieht. So, da, hier ist also auch nichts.
Der Schildträger, schicken wir den schon mal vor? Ich schick mal mein Maß schon mal ein bisschen vor. Und sehe... Genau das Ding meinte ich, glaube ich. Und ich sehe hier irgendwas Ekliges. Fuck. So, ich habe den hier hinten noch. So, 34 Locket Rauncher. Reicht das für zweimal? Nee, reicht nicht für zweimal. Ich könnte eine Autosalve nehmen. Dreimal. Ja, komm. Ich glaube, den hat das Armor zerlegt. Den hoffe ich mal. Wieso kannst du denn da hinten nicht drauf schießen? Wieso kannst du doch? Du kannst doch wohl auf den schießen. Aber ich überlege halt noch, ob ich da hinschieße oder ob ich denen. Kann man die blenden? Wahrscheinlich nicht, aber den kann ich hier garantiert blenden. Das heißt, mit dir renne ich hier hin. Duck dich. Und ich werfe dem keine Blendgranate. Ja, das läuft schon ganz hervorragend. So, du kannst 29 Time Units. Dann hättest du noch 21. Ja, versuch mal dein Glück. So, er hat sein Glück versucht. Kannst du auf den dann schießen? Das ist alles so wenig. Oh, was ist denn mit so einer Burst Round? 13%. Oh, das ist eigentlich schon so das Einzige, was ich nehmen kann. Mein Gott. Ihr seid alle scheiße. Kannst du 52%? Geht das Ding rein? Nicht mal annähern. Was ist, wenn ich mit dir... Sniper-Cut muss das dann jetzt machen, ne? 31, 33, wie sagt er denn? Ja, der kann dann einmal den Aimshot nehmen. 57%. Wie soll ich das denn machen? Am besten. Wie kriege ich denn hier meine Shotguns in Position? Ganz hinten, also ich schätze mal, warte mal, ich kann hier hinrennen. Gut, dass das kein Alien war. Guck mich hier. Der Schildträger. Der kann aber auch nicht das Feuer auf sich ziehen. Aber der könnte vielleicht die Blendgranate da noch werfen, oder? 45? Ja, kann er. So, wirf du die Blendgranate auf das Kack-Alien. So, der ist schon mal suppressed, der VIP. Hierhin. 9%. 10 mal 9%. Ich wette, die versemmelt alles. Hat dann aber dummerweise, wenn ich die da hinstelle, steht die da und kann sich nicht ducken. Aber ich hoffe, der schießt auf den Soldaten. Oh, alles daneben. Ja. Kann man machen. Kannst du noch mal schießen? Da könnte noch einen Snapshot machen. 12%. 2%. Du brauchst natürlich den 0%. Okay.
Ja, komm, 12% ist besser als nix. Das geht in den Sky Ranger, war schon, wollen wir so fast gedacht. Oh Mann, das ist halt schon ein extrem beschissener Start. Jawohl, der hat überlebt, der Soldat. Oh! Bam. Die semmeln halt alles daneben. Jeder einzelne Schuss geht irgendwie ins Nichts. Und da ist noch mal welche. Da sind noch mehr von denen. Ja. Ja, und der Private hat sehr lange gelebt. Da sind zwei Aliens sind dahinter. Drei Aliens. Okay, drei Aliens sind hier in dem... Die schießen aber nicht so gut. Außer bei mir haben sie natürlich direkt den Private erlegt. So. Sniper. 87%. Ja, tut mir leid. Offensichtlich haben sie vorher noch mal ordentlich gezecht in der Nacht. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. 53%. Ja, schieß ihm doch die Deckung einfach weg. Das ist doch schon vollkommen in Ordnung. 53%. Ja. 60%, der geht aber auch irgendwo in den ins Gebüsch. So. Das ist doch nicht euer fucking Ernst, ey. Ja, muss ich jetzt hier irgendwie 80 Raketen, alle meine Raketen für opfern? Hier jetzt die Rauchgranate ins Gesicht zu werfen. Weil keiner meiner Elite-Soldaten hier mal was getroffen hat. Prozent, das ist nicht viel. 28 Time Units, das heißt, ich hätte dann aber noch Zeit, mich zurückzuziehen. Hier gebe ich 42. 36. Und dann kriege ich mich nicht mehr zurückgezogen. Na, also. Ja. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich dazu sagen soll. Also. End Turn, ja. Der wird wieder alles über den Haufen ballern wahrscheinlich. Alle Zivilisten sterben, aber bis jetzt habe ich noch kein Kristallin gesehen. Aber da ist auch nochmal so ein fettes Vieh. Und wenn meine halt dabei bleiben, so gut zu schießen. So. Vier Stück. Die treffen gar nichts. Das Problem ist, dass er auch all meine Einheiten hier jetzt einfach betäubt und ihnen die Zeiteinheiten klaut, oder? Sehe ich das richtig? Nee. So. Gehst hier hin und ballerst den. Was ist das? Naja, ist okay. So. Das hättest du. Du kannst den dann. So. 60%.
20. 20. Das heißt, er kann sich noch zurückziehen, theoretischerweise. Nein, kann er nicht mehr. Um Gottes Willen. Der steht da jetzt auch richtig beschissen. Kannst du ihm die Granate ins Gesicht werfen? Kann er. Der überlebt das aber auch noch. Prozent. Ja, warum hätte denn auch mal langsam treffen sollen, ne? Das ist auch alles hier 87%. So. 17%, das ist nicht viel. Und dann schießt er auch 50% in den Sky Ranger. Das heißt, ich sollte mal langsam hier vorrücken mit dem. Okay. Ja. Ja. Das heißt, ich werde jetzt hier einige Verluste haben wahrscheinlich in der Mission, falls ich sie überhaupt überlebe. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Also das läuft momentan so extrem beschissen, dass ich gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Okay, da ist der schon kaputt. Schaden kriegt er pro Runde. So. Der kann doch nicht mal die Dingens werfen. Ach. 73%. 53%. Ja, 73 wären gut. Das heißt zweimal daneben. Ja. Boah, die Viecher sind halt so ätzend. 58%, aber die treffen halt gar nichts. Doch, 58 hat jetzt getroffen. So, jetzt noch einmal. Bööö. 87. So, komm. Gib ihm. So, du kannst nichts mehr machen, du kannst nichts mehr machen, du kannst auch nichts mehr machen. Ja, du könntest natürlich hier hinausweichen. Du rennst schon mal hier in Position. Kenne ich schon da hinten. Inventory, ja, tausch das Ding aus und heilst dich, damit du nicht verblutest. End turn. Das heißt, wir haben einen. Oh Gott, ich höre das Scheißviech hier schon. Oder hat mir nämlich mein Ding jetzt weggeballert. Er ist schon wieder suppressed. Wird gleich keine Deckung mehr. Aber das Gute ist, die haben jetzt eigentlich. Lauren Walker is fleeing. Gut, Lauren. Kannst du machen. Mein Sniper 87%. Gut. Oder schlecht, je nachdem, wie man sieht.
Kannst du hier hin und auf den schießen? 3%, ja. Bringt aber gar nichts. 51%. Boah, ist das elend. Kannst du nochmal hier hingehen? Dich da ducken. Ja. 51%. Ich schieße eh daneben. Will! Ja. Jetzt habe ich die Shotguns und ich weiß nicht wohin mit denen. Hier hin. %. Also ihr seid, was das Aiming angeht, echt beschissen. So, kannst du dem hier die Granate ins Gesicht werfen? Ja, kannst du. Oh, da kommt hier ein nächster Scheißding. Um Gottes Willen, die kommen hier alle hin, ne? Oh nein, meine Deckung ist weg. Gut, dass er nur zweimal schießen kann. Oh, der verblutet mir gleich, das ist nicht gut. Aber die ist theoretischerweise hier fertig. Inventory, heb die Wumme auf. Ruppig! 14%. Oh. Gar nichts. Kannst aber heilen, theoretischerweise. Ne? Das heißt, wenn du hier hinläufst, kannst du den heilen. So, das heißt, er blutet mir hier nicht aus. %, aber das ist halt wie so ein Shootout, kann ich mir eigentlich nicht leisten. Hallo? Das war eine Rauchgranate. Oder war das die Blendgranate? %, Was habe ich denn hier meine Aim-Wunder? 14%. Ja, geh du mal hier hin. Der Sniper. So, der Sniper muss eh nachladen. So. Der kann den aber auch nicht hitten, der kann den auch nicht hitten. Ja. Beenden wir die Runde. Er kann hier noch schießen. 32%, ja. Prinzipiell. Finde ich gut, dass du dich dahin verpisst. Ja, das ist sehr schön. Komm da ein bisschen näher, ja, das ist gut. So, jetzt muss ich mich um dieses scheiß zwei fetten Viecher kümmern. Ah. So, du kannst hier hin und dem einen von der Seite mitgeben. Das solltest du doch treffen können, oder? Perfekt. Da lebt noch einer. Hm. 28, 28, ja. Oh, Gottes Willen. Dahin nichts werfen, das ist 47. Kannst du dann dahin werfen? Wo kannst du denn werfen? Dahin.
wenn du hier hinrennst. 38, dann hast du quasi genau noch 38 über. Aber die kannst du dann auch nicht dahin werfen. Da ist er wirklich hier mal in Position. Ja, das ist halt alles Käse. 32. Ja, der Sniper. Kannst du von hier aus schießen? Kannst du nicht. Von da aus? Ja, kannst du. Einmal rausgehen, schießen, 52%. Kannst du den auch die Rauchgranate hier hinwerfen? Von hier aus kannst du bestimmt werfen. Das ist jetzt die Rauchgranate. Das heißt, wenn ich die jetzt hier hinwerfe, enemy spotted. 15. Nee, du gehst jetzt hier hin. So, zack, du dich. Jetzt kannst du da durchschießen, prinzipiell. Oh Gott, wohin bewege ich mich denn hier hin? Das ist eine volle Deckung. Ich weiß nicht, ob sie da. Okay! Da kommt doch einer durch die Scheißtür. Da hat die aber keine Sicht durch. Das heißt, die können mich auch nicht sehen, prinzipiell. Ah, Gottes Willen. Langsam hier sehr unangenehm. 60% ist aber eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Treffer. 22, 3x22, das ist nicht viel, aber der ist hier halt wesentlich schlimmer, der Wichser. Jetzt hier gar keine Deckung mehr, ne? Ja, wo renne ich denn mit dir hin? Ist alles hier irgendwie ein bisschen kacke. Und du kannst mich schon mal in Position bringen. Hier hin. Naja, das ist da auch doof, ne? Hier hin. Damit er da in der nächsten Runde irgendwie vielleicht von hinten an kann.
40. 39, ne, du bleibst da stehen. So, mit dir gehen wir. Wo gehe ich denn mit denen hin? Das ist hier alles so ein bisschen. Eigentlich muss ich näher ran mit denen. Weil der wird ja hier nichts ausrichten können. Das heißt, ich renne mit dem hier hin. So, damit er da nächste Runde vielleicht was ausrichten kann. Er ist fertig. Sie ist so oder so fertig. Turn, ja, dann wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. Oh, die Deckung ist gleich schon mal weg. Suppressed. Alles klar. Alles klar. Die können scheinbar auch nicht allzu gut schießen. Sind das die letzten zwei? Gott! So, der hat sich aber umgedreht. Kann ich dem dann hier in den Rücken schießen? 61%. Der Sniper kann da aber noch schießen, oder? 87%, so. Alter! Was überlebt der denn? Ballern. 36%. Das ist nicht viel. Das ist doch. Das ist halt schon frech, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja, ja. Endete. Ente. Mist, das ist schon mal gut. Boah, schieß auf den, das finde ich super. Gut, dass die nicht allzu viele Zeiteinheiten haben. So, kannst du hier hin? Ja, kannst du. So, der guckt mich jetzt aber an. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass wenn ich, dass ich dem eher hinten sollte. So! Ha! So, kannst du dem auch eine. Sehr schön. So. Das ist sehr schön. Ganz okay. Aber ich bin hier so leichtgläubig drangegangen und habe gedacht, dass es das gewesen wäre. Das war es noch nicht. Aber das können nicht mehr viele sein. So, das heißt. Es tut mir leid, dass ich gar nicht so viel erzählt habe, aber die Mission ist halt echt anstrengend. Das war so scheiße mit dem Aim.
Entturn. Ich glaube, Zivilisten haben wir gar keine mehr. Oh Gott, da in dem Supermarkt ist der. Ist das der letzte? Ne, ich habe noch eine Tür gehört. Gut, dass die Rüstung anhaben. Ja. So. Zieh dich mal zurück. Du heilst den jetzt. Zieh den nochmal zurück. Lad nach. Fertig. Du bleibst jetzt hier stehen. Deckst da mal. Hier hin. Wirklich. 21%, das ist nicht viel. So. Das heißt, ich sollte mich da mal langsam annähern. An den guten Kollegen. Beziehungsweise, ja, du kannst eh nicht viel machen, ne? Also, außer mal dein Glück versuchen. Ich will den jetzt nicht zwingend betäuben, aber mir fallen jetzt auch nicht allzu viele Optionen an. Außer mich jetzt langsam aber sicher an ihn ranzuschleichen. Kannst du da hinschießen? Nein, kannst du nicht. Von hier aus? 8%. ja, nee. Geh mal hier hin. Der ganze scheiß Rauch hier, der ist... ja, die trifft natürlich. Was ist unbewusstlos geworden? Die ist bewusstlos geworden. Die kann ich noch retten. Du blöder Wichser. Immer mit dem Schild davor. Das war es immer noch nicht. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass sie auch bewusstlos werden können. Ja. Kann ich denn den Sniper in Position bringen? Hier oben hin? Ich weiß es nicht. Ja, komm. Gucken wir mal. Das war eine relativ kurze Alien-Runde. Und ich hoffe nicht, dass wir noch eine vierte Disc haben. Das wäre so ziemlich das Übelste, was es gibt. Noch eine vierte Disc. Wäre doch schon aus dem Supermarkt rausgekommen, oder? Oh, hier hinten ist noch auf jeden Fall viel Platz. Das heißt, ich schätze eher, dass die Aliens da noch irgendwas sein wird. Deswegen würde ich ihnchen gerne nächste Runde kannst du aufs Dach. Und hier gucke ich doch mal. Da ist er doch! Der Wichser! Da ist er! Prozent, das sollte sie doch schaffen mit 33. Ach so, die hätte dann noch so, jetzt hat sie 71%. Kannst du? Ja, könntest du. Probieren wir es mal. Dann ist jetzt ja auch wieder so ein All-in Approach. Puh, belastend.
Also die hat alles fallen gelassen, ja, sehe ich das richtig? Ja, weil sie bewusstlos war, ja klar. And turn. Noch eine Tür gehört. Ah, wo sind sie? Wo sind die Kakeen jetzt? Aber die Tür muss doch jetzt hier hinten in dem... Was ist das? Ist das ein Restaurant? Oder hier? Fuck. Die könnten auch noch hier in dem Gebäude sein. Ne? Oh. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich noch tatsächlich so lange suchen muss. Hat sich nichts geöffnet. Da haben wir ihn. Ist aber auch noch am Arsch der Welt, ja. Da kommt auch leider nicht ganz so weit. Ne? Würde den gerne flankieren. Zwei sind da noch. Oh Gott. Ja, der trifft natürlich auch. Warum nicht? Weil er es kann. So, da hat er auch sein Schild verloren. Kannst du auf den schießen? 51%. Ja, das ist doch... Gott! Ist der da rausgerannt oder sind da noch drei Stück? Könnten auch noch drei Stück sein. So, der Sniper. 87%. So, dann, nein, ich muss noch nachladen. So. Okay, der Sniper macht also gar nichts. Probieren wir mal. Perfekt. Die Frage ist, kann er dann suppressen oder nicht? Noch zwei Stück waren da in dem Fuck-Restaurant. Drei Stück. Den einen habe ich ja hier erschossen.
Der ist eigentlich schon klinisch tot. Eigentlich fast klinisch tot. Ja. Ja, musst du aber auch nicht sein. Das ist alles in Ordnung hier mit dir. So, kannst du dem die Granate hier vors Gesicht werfen? Bitte nicht in den Bus werfen. Bitte nicht in den Bus werfen. Boah. Hanna, aber der möchte einfach nicht sterben. Den möchte ich eigentlich nicht vorbewegen. 46%, ja. Ui, der 20. Treffer, der hat ja ungefähr wie so eine scheiß Disc ausgehalten. So, die rennen wir jetzt hier vor. End turn. Enemy spotted. So. Kannst du doch auf jeden Fall so ein Burst Fire mitgeben. Ach komm, die letzten Wichser haben mich hier noch über den Haufen geballert, ey. Zwei Stück habe ich noch an dem letzten verloren. Ah, da war ich aber auch schon wieder unkonzentriert. Oh, dringend die verbesserte Armor. Aber so dringend. Boah, war das jetzt belastend. War das eine Kackmission. Also diese Disc haben mich echt fertig gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da lebendig überhaupt noch rauskomme. Danach sah es eigentlich halbwegs gut aus. Aber ja gut, ich habe trotzdem 4 Leute verloren in der Geschichte. Die letzten zwei waren tatsächlich relativ unnötig. Ich meine, Jessica Shaw war ja quasi instant tot. Die hat ja gar nichts überlebt. So, dann haben wir noch 2 Verwundete. Also im Prinzip, ja, muss ich wieder 4 neue nachbestellen. Ja, wo haben wir? Manage so, ne, Recruit Soldiers. 4 neue. Was haben wir denn da? Wir nehmen James Foster. Und ich muss die langsam auch mal ausbilden. Hier 61%. So, Recruit Soldiers. Casualty List. Ah. Ja. Verlieren eigentlich in jeder Mission jetzt in letzter Zeit. Hier haben wir 1 verloren, hier 3, hier 4. Das ist ein Trend, der mir gar nicht gefällt. Das Problem ist, dass meine Soldaten dadurch natürlich jetzt auch nicht wirklich besser werden. So, da haben wir ein UFO, ein kleines Launch Interceptor. So, das kleine UFO wäre natürlich relativ nice. Dann könnte ich nämlich nur so eine Armee von Privates dahin schicken. Tail until Overland. So, was haben wir denn? Die Cyber Drone. Ich meine, in XCOM hieß die Cyber Disc. Ja. Also, was war das? So, Hovering Robotic. Large Units firing at large enemies gain plus 10 Hit. Ja, plus 10% Hitschuss. Habe ich gesehen. Akustiksensoren, ja, habe ich gesehen. Und Frontal Armor. Okay. Also haben wir das doch richtig gemacht. Engineering has subdued to lack of storage. Oh. Warte mal, was passiert, wenn ich die Cleaner Data verkaufe? Cancel. Close. Was haben wir? Explosives. So, ich habe Cleaner Data 79%. Wenn ich die Cleaner Data verkaufe. Ja, bin ich. Habe ich immer noch 79%. Okay, das wollte ich jetzt ausprobiert haben. Das heißt, ich kann die Cleaner-Data also scheinbar relativ problemlos verkaufen. Hier Psyon-Korps, weg damit.
Sibling Corps brauche ich auch nicht. Mantid Corps, ja, verkauft hat mal alles. Sell Items, yes. Engineering. So, du kannst aber Vehicles. Du kannst ja den Mars rebuilden. So. Der wird in 3 Tagen fertig. Das ist auch so. Komfort-Ding. Ja, mal gucken, ob sie das EX-Raumschiff noch abfangen. Das fliegt aber auch richtig beschissen. Commence Attack, so, ja. Das ist das Gute, ich habe gar nicht mehr so viel Sprit gehabt. So, von den Seiten her. Angel 2. Angel 1, so. Nachbrenner. Angel 2, mach mal ein bisschen langsamer. Wieso verliert er denn jetzt so viel Sprit jetzt hier in dem Pfad? Boah, den verliere ich aber auch so, oder? Ja, hervorragend! Hätte ich da mal den Fight weitergemacht, ja. Wieso hat denn... Achso, der muss ja natürlich noch zurückfliegen. Himmel, Arsch und Zwirn. Das ist... Das kannst du auch keinem erzählen. Wie kacke das läuft. So. Vehicles, wo ist er? Aircraft. Ein empty hangar is required. Was? Wie ein empty hangar is required? Hä? Baut er das, repariert er das automatisch? In 9 Tagen. Ah, Rush. Also für 200.000 könnte ich rushen. Ah, mal lassen wir das mal. Ich habe nicht die Kohle dafür. Ja, das fliegt da jetzt einmal schön rum. Gut zu wissen. Was ist denn mit der Forschung? Ja, danke. Incoming. So. Aber ich glaube, wir können das jetzt an dieser Stelle auch. So, aber das kann ich hier noch machen. So. Aliens will ich gar nicht wissen. Aluminium Power, Tissue Regeneration. Ich meine, das dauert alles Ewigkeiten. Sekton und Psion. Das heißt, Psion kann ich jetzt auch nochmal machen. Die haben mich jetzt auch ganz gut genervt. Machen wir mal. Ja. So. Boah, trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.